Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier eine GU-Mehrfachverriegelung. Denn hier drunter gleich ein Bolzen und danach kommt hier Rollzapfen, das gleiche nach unten auch. Und die ist defekt und die muss jetzt dementsprechend erneuert werden. Das Problem hier ist, glaube ich, wahrscheinlich wieder im Schauen. Das ist wieder hier die neue Version, das ist eine ältere und da sehen wir dann schon gleich, dass es also hier ein Problem gibt. Da ist alles okay, hier auch. Das kriegt man hin. Also hier ist das Problem. Das muss da dementsprechend neu gesetzt werden, eben halt. Und hier dementsprechend auch. Gut, ich mache da jetzt mal eben ran und dann bauen wir das Ganze mal eben um. Eine kleine Komplikation gibt es da. Wahrscheinlich werde ich auch gleich hier ein Problem kriegen, weil ich hier ein gerades Gestänge habe. Und hier wird garantiert ein gekröpftes Gestänge drin sein. Gut, das werde ich mir jetzt mal eben angucken. Und dazu mache ich das hier einmal los. So, das habe ich dann hier runtergenommen und hier sehe ich schon das Problem. Hier ist nämlich ein gekröpftes Teil drin. Und bei dieser hier ist das dementsprechend gerade. Das muss dementsprechend jetzt gleich noch eben umgeändert werden. Und das mache ich jetzt mal Schritt für Schritt. Ich denke mal, wenn ich Bilder mache, reicht das. Ja, reicht das. Wahrscheinlich werde ich das Gestänge dann eben hier erneuern. Das ist aber auch kein Problem. Das habe ich da. Das heißt also, dieses hier werde ich dann einmal losmachen und dann wird das dementsprechend daran gebaut und dann müsste das funktionieren. Gut, ich mache mich da jetzt mal eben ran. Wie gesagt, zwischendurch mache ich entweder Bilder oder Videos, muss ich mal eben gucken, was ich da gleich am einfachsten und am schnellsten hinkriege. Ich mache das wie folgt. Ich setze also das neue Schloss, habe ich jetzt dran gesetzt. Das ist also praktisch dieses hier. Und das kann ich dann hier mit zwei Schrauben befestigen. Dann habe ich hier die Hinterseite ganz genau. Und die brauche ich dann dementsprechend nur eben anzureißen oder mit einem kleinen Bohrer eben reinbohren. Dann weiß ich, wo ich bohren muss, bohre dann ein Loch rein, mache dann lang davon und dann habe ich schon das Schloss hier auf der Leiste wieder drauf. So, das mache ich jetzt noch eben. Und dann können wir den Rest montieren und fertig ist die Arbeit. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das jetzt hier diese Schubstange mit eingesetzt. Die ist jetzt ja hier auseinander. Da habe ich die ja getrennt. Und die muss jetzt miteinander verbunden werden. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. A, ich schweiße sie oder B, ich setze da ein Blechstück drüber. Praktisch wie eine Verzahnung. Das heißt, wenn jemand nicht schweißen kann, dann könnte man da jetzt auch ein Blechstück drüber machen. Ja, ich mache das jetzt mal so, dass ich mir eben was fertig mache. Und zeige ich eben einmal, wie das geht. Aber wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt hier mein Schweißapparat dran setzen, einmal überschweißen und dann ist die ganze Geschichte erledigt. Aber ich wollte ja zwei Versionen machen. Die eine habe ich ja damals so gemacht. Also ein Video ist schon von mir im Netz. Ich suche das mal raus und versuche das zu verlinken, wo ich das hier geschweißt habe. Und hier mache ich das jetzt so, dass ich eine Platte drauf setze. Und wie mache ich das jetzt? Ich nehme jetzt hier einfach hier ein Stück Blech. Das ist dieses hier. Und dann habe ich ja hier das Maß. Das lege ich einmal hier drauf. Und dann schneide ich mir das eben einmal raus, einen Blechstreifen, lege den dann darüber und dann bohre ich dann Löcher rein und schneide ein Gewinde rein und verschraube das Ganze. Und dann ist das damit auch in Ordnung. Die Frage ist, ob man das mit einer Poplite machen könnte. Müsste ich mal ausprobieren, aber jetzt schraube ich das auf alle Fälle erstmal. Und dann ist das dementsprechend hier wieder vernünftig verbunden. Das hier ist das Blechstück und das setze ich jetzt hier drüber. Dann mache ich das gleich mit der Krippzange fest, bohre dann ein Loch, mache das fertig und dann das gleich auf der anderen Seite. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Und dann habe ich wieder eine Verbindung, wie sie es gehört und man sieht so nichts. Man könnte theoretisch auch alles so wieder tauschen, wenn man möchte. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist jetzt nicht ganz so sauber geworden. Und das bewegt sich auf alle Fälle in jede Richtung. Und das hebt sich jetzt hier nur so an, weil ich ihn das Schloss hier, weil der Riegel da rauskommt. Okay. So. Auf alle Fälle ist das auch eine Verbindung, dass man das schraubt. Also ich habe das dann geschraubt und dann haue ich da mit dem Hammer auf, dass es vernietet ist und dann löst sich das überhaupt nicht mehr. Und
Das Ganze ist auch in Funktion. Das ist jetzt was anderes, als wenn man das jetzt schweißen würde, ne? Das wäre dann eine Schraubverbindung eben halt. Oder jetzt ist eben halt eine Nietverbindung. Gut, so, dann mache ich den Rest jetzt mal eben noch zu Ende. Die restlichen Schrauben rein und dann kann das Schloss wieder eingebaut werden. Ja, dann haben wir noch einmal die Funktion hier. Das funktioniert. Hier der Bolzen auch. Gut, dann ist das Schloss wieder in Funktion. Das ist jetzt hier die untere Schraube. Hier kommt nachher die Stulpschraube rein, damit der Zylinder ja nicht rausfällt. Das sind die beiden Schrauben, die da drin waren. Das war die alte Position. Das ist jetzt hier die neue. Das andere ist hier geblieben. Und somit habe ich praktisch ein neues Hauptschloss aus 2023 da eben dran. Und dieses hier, das ist das alte. Und hier ist es eben halt so, dass hier die geköpfte Stange drin war. Ja, und bei den neuen Schlössern ist das ja weiter oben, ist das gerade. Gut, okay. Dann ist das damit auch erledigt und dann freue ich mich wieder auf mein nächstes Projekt. Wenn man sowas hat, muss man nur diese kleinen Veränderungen durchnehmen. Arbeitszeit ist jetzt eine halbe Stunde ungefähr, wenn ich das so mache. Oder dreiviertel Stunde. Und dann ist dementsprechend alles fertig. Wenn ich das schweiße, geht es natürlich schneller alles. Das, als wenn ich jetzt so eine Schraubverbindung mache. Aber ich wollte das einfach nur mal eben zeigen. Hier. Ich kann das nochmal eben zeigen, so sieht das Ganze jetzt aus. Ist jetzt nicht ganz so sauber geworden, das spielt aber auch keine Rolle. Es geht jetzt nur darum, wie man sowas machen kann, denn eben halt, ne? Gut, so, okay, dann werde ich jetzt mal eben ab zum Kunden das Ganze wieder einbauen und dann kann der seine Tür wieder abschließen.